Hallo, ich bin die Claudia vom Herzblättchen und zeige euch jetzt, wie man den Unterfaden einfädelt. Als erstes entfernt man den Anschiebtisch, dann öffnet man den Kapselraum, entnimmt die Kapsel, indem man das Häkchen zu sich hält und zieht die Kapsel heraus. Jetzt nimmt man die Unterspule. Achtet darauf, dass der Faden von hinten nach vor läuft. So. Dann nehme ich die Kapsel. Hier habe ich so einen kleinen Schlitz. Hier muss der Faden dann als erstes reinrutschen. Also lege ich die Spule so in die Kapsel rein. Dann nehme ich den Faden, lasse ihn in diesen kleinen Schlitz gleiten, lege ihn langsam nach rechts vor und lasse ihn hier reingleiten. Wenn er hier herinnen ist, dann ist er richtig eingefädelt. Wenn ich anziehe, bewegt sich die Spule. Und der Unterfaden ist drinnen. Jetzt zeige ich euch das Einsetzen und das Hinaufholen des Unterfadens. Ich nehme jetzt, dass die Spule nicht herausfallen kann, das Hakerl, ziehe es zu mir. Somit kann die Spule nicht rausfallen. Nehme die komplette Kapsel und lege sie in den Kapselraum. Hier ist dabei darauf zu achten, dass diese Nase vom Kapselraum auch hier genau in das hierfür vorgesehene Loch einrastet. So, dann kann ich auslassen und die Kapsel sitzt fest, genau in der richtigen Position. Jetzt nehme ich den Oberfaden und halte ihn, bewege das Handrad zu mir, langsam bewege ich das Handrad zu mir, somit senkt sich die Nadel mit dem Oberfaden nach unten. Der Oberfaden bildet eine Schlaufe, die den Unterfaden umfasst, und wenn ich jetzt am Oberfaden anziehe, kommt der Unterfaden in einer Schlaufe hierauf, hier, und jetzt kann ich diese Schlaufe herausziehen und der Unterfaden ist oben. Jetzt haben wir den Unterfaden auch eingefädelt. Jetzt schließe ich den Raum, den Kapselraum. Schiebe meinen Anschiebtisch wieder an die Nähmaschine und bin bereit zum Nähen.